Hallo und herzlich willkommen aus Gersthofen bei Augsburg. Wir sind heute bei einem der smartesten Escape Rooms in ganz Deutschland. Den hat unser Partner ESZI Elektro und IT umgesetzt. Und zwar genau hier. Gehen wir rein, gucken wir es uns an und ich hoffe, ich komme raus. Nadine, vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab, die Story von dem Raum. Wir sehen ja schon hier ein bisschen was von der Einrichtung. Wo befinden wir uns? Ihr seid hier in Gersthofen in der Exo-Sport-Erlebniswelt und in unserem neuesten Escape Room mit dem Titel Heilstätte. Ihr taucht hier in das frühe 20. Jahrhundert ein und werdet bald merken, dass ihr hier nicht so ganz alleine seid in diesem Raum. Okay, und ganz alleine sind wir sowieso nicht, weil der Luxon-Mini-Server ist ja hier mit drin. Das weiß ich. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie es dazu kam, dass ihr den Escape Room smart gemacht habt, sage ich mal. Ja, es ist tatsächlich nicht unser erster Escape Room, sondern wir sind schon ein bisschen erfahren und haben auch schon einen Escape Room, der läuft und haben uns gedacht, für den nächsten Raum, den wir machen wollen, da wollen wir was ganz Spezielles, ein individuelles, neues Konzept, das sich so ein bisschen von dem Raum, von der Stange unterscheidet. Mhm. Und zwar ist wichtig, dass die Spieler hier nicht nur ein Spiel spielen, sondern dass sie sich wirklich hineinversetzt in die Situation fühlen, wirklich in diese Stimmung aufnehmen und wirklich auch spüren, was hier abgeht. Außerdem war es uns furchtbar wichtig, dass das hier anwenderfreundlich und vor allem zuverlässig ist, denn nichts ist schlimmer, wenn mitten im Spiel die Technik versagt. Um Gottes Willen, ja, das wär natürlich nichts. Okay, und dann seid ihr auf Luxon gekommen über unseren Partner, den Stoy von ESZI, Elektro und IT. Und ich glaube, der wartet hier auch irgendwo. Da gucken wir gleich nochmal, wo er genau ist, ob ich ihn finde. Und dann quatschen wir mit ihm mal über die Technik. Vielen Dank an dich für den Moment. Sehr schön, wunderbar. Stoy, ein smarter Escape Room. Ich sehe es zum ersten Mal mit unserer Luxon-Technik. Was hast du hier umgesetzt? Was hast du gemacht? Ja, hier haben wir einen Escape Room gestaltet mit sehr viel alten Technik. War sehr interessant, hier alte Technik mit einzubinden, anzuschließen und eben über den Miniserver laufen zu lassen. Wir haben ja die Nano-IOs und die DE-Trees eingesetzt hier, um auch eben in der Technik platzsparend zu arbeiten, da ja auch hier der Platz ein bisschen begrenzt war. Die Schaltkästen haben sich natürlich auch dadurch angeboten, die Technik zu verstecken. War ein sehr interessantes Projekt. In erster Linie haben wir erst einmal darüber nachgedacht, wie wir es umsetzen können, weil es ist ja nichts von der Stange hier. Wir mussten alles auseinanderbauen, die alte Technik. Und ich habe jetzt gesehen, ich glaube, es sind auch unsere Spots an der Decke, ne, natürlich, für die Beleuchtung, natürlich. Oder? Ja, wir brauchen ja auch hier in einem Escape Room unterschiedliche Lichtstimmungen und da bietet sich einfach der Spot an. Ja. Ich habe auch im Technikraum gesehen, einen Audio-Server habt ihr auch mit eingebunden. Das heißt auch, sagen wir mal, Effekt-Sounds oder was kommt hier über den Audio-Server? Jawohl, Audio-Server haben wir hier auch verbaut, um die Klänge realistisch wiederzugeben. Ja, also es ist auf jeden Fall ein mega spannendes Teil. Ich habe es beim Technikraum vorhin schon gesehen und alles trotzdem platzsparend umgesetzt, obwohl hier so viel Technik realisiert wurde. Ja, es ist auch Ziel, dass wir sagen, okay, wir hatten den Platz in den alten Räumen eben durch die Hardware von Luxon, die auch da unterzubringen. Somit konnten wir auch den Technikraum ein bisschen smarter gestalten hier. Ja. Auf jeden Fall eine sehr interessante Aufgabe gewesen und auch herausfordernd. Und ein besonderes Spielerlebnis, das durfte ich auch schon feststellen. Danke dir für die Zeit dieses interessante Projekt auf jeden Fall. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Und vielleicht kommen Sie ja mal selber in einen der smartesten Escape Rooms Deutschland zum Rätseln und Spaß haben. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das brauche ich nicht. Nimm es mal lieber mit. Okay. Viel Spaß. Danke. So, wie geht's jetzt? Ich glaube, ich brauche einen Tipp. Nadine, ich bräuchte mal einen Tipp. Ich bräuchte noch mal einen Tipp, bitte. Du, Nadine, ich bin hier gerade bei so einem Kühlschrank. Muss ich da irgendwas machen? Ja, Moritz. Nadine, ich bräuchte mal einen Tipp. Gottes Willen. Hier, Nadine. Ich bin hier vor diesem Spiegel, vor der Kamera. Kannst du mich sehen? Ich bräuchte nur mal einen Tipp.
Du Nadine, ich bin hier bei 4 Schaltern, ich bräuchte nochmal einen Tipp, bitte. So, ich komme jetzt, ich glaube nämlich, ich hab's. Doch nicht. Du, jetzt musst du dich aber langsam mal beeilen. Ich habe eigentlich seit einer Stunde Feierabend. Hallo? Seid ihr noch da? Hallo? Hier, ich glaube, ihr müsst mich rauslassen, ich komme sonst nicht raus. Nadine? Patrick? Stoi?